Hallo, ich bin Ann-Kathrin. Ich forsche zur Geschichte der extremen Rechten in der Bundesrepublik und ich komme aus Kassel. In meiner Heimatstadt gab es in den letzten 15 Jahren zwei rechte Morde, die große Ähnlichkeiten zueinander aufweisen, denn beide waren Hinrichtungen ohne Bekenntnis. Am 6. April 2006 wurde Halit Yozgat hier in der Kasseler Nordstadt vom NSU in seinem Internetcafé erschossen. In der Nacht auf den 2. Juni 2019 wurde der CDU-Politiker und Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Ister ermordet. Die Bundesjustizministerin Christine Lamprecht hat diesen zweiten Mord als Zäsur bezeichnet. Denn Walter Lübcke ist der erste amtierende Politiker, der nach 1945 Opfer rechten Terrors wurde. Bereits am 2. Juni letzten Jahres, als der Mord an Walter Lübcke bekannt wurde, gab es erste Befürchtungen, dass hinter der Tat ein rechtsterroristisches Motiv liegen könnte. Diese Befürchtungen bestätigten sich dann 2 Wochen später, als DNA-Spuren zum Rechtsextremist Stefan Ernst führten. Seit dem 16. Juni läuft nun vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt der Prozess gegen Stefan Ernst. Ihm wird der Mord an Walter Lübcke vorgeworfen und ebenso ein versuchter Mord an dem irakischen Geflüchteten Ahmad I. in Kassel-Lohfelden im Jahr 2016. Mit ihm angeklagt ist wegen Beihilfe im Mordfall Lübcke Markus H. Ich möchte in diesem Video ein bisschen erzählen zum Zusammenhang zwischen rechten Diskursdynamiken im Netz, zum Lübcke-Mord und auch auf einige offene Fragen eingehen bezüglich des NSU-Komplexes. Aber was genau ist eigentlich passiert? Direkt nach Bekanntwerden des Mordes an Walter Lübcke im letzten Juni setzte im Netz eine hämische Hasskampagne ein, die relativ schnell auch von BundespolitikerInnen verurteilt wurde. Denn für die rechte Internetbubble war Walter Lübcke kein Unbekannter. Sein Tod war nicht der Tod irgendeines Provinzpolitikers. Als Regierungspräsident gehörte es zu Walter Lübckes Aufgaben, seit Sommer 2015 auch Geflüchtete in Nordhessen unterzubringen. Als Geflüchtete in Kassel-Lohfelden untergebracht werden sollten, lud er zu einer Bürgerinnenversammlung am 14. Oktober 2015. Bei dieser Versammlung waren auch lokale AnhängerInnen des Pegida-Ablegers in Kassel, um die Veranstaltung zu stören. Es kam zu einem verbalen Schlagabtausch und in diesem Zuge sagte Walter Lübcke einen Satz, der ihn zum Hassobjekt in der rechten Internetbubble machen sollte. Er sagte: „Und wer diese Werte nicht vertritt, der kann das Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen." Auf Video festgehalten, ins Netz gestellt und hunderttausende Male angeklickt und geteilt, erhielt Walter Lübcke nun bundesweit unter Rechten den Stempel des Volksverräters. Sein Name wurde zur Chiffre für eine verhasste Politik. 2 Tage nach dem Upload des Videos bezog sich die Bundes-AfD mit einem Sharepic bei Facebook auf den Clip. Neben einem Foto Walter Lübckes prangerte der Satz: „Noch ist es unser Land, Herr Lübcke." Der rechte Autor Akif Pirinci bezeichnete Lübcke vor Pegida-AnhängerInnen in Dresden als Gauleiter gegen das eigene Volk. Die Menge brüllte „Widerstand, Widerstand!“ und zahllose KommentatorInnen im Netz forderten Gewaltakte gegen Lübcke. In dieser ersten viralen Phase des Clips, 3 Tage nachdem er hochgeladen wurde, versuchte der Rechtsextremist Frank S. in Köln dann die Oberbürgermeisterkandidatin Henriette Reker zu töten. Das Video wurde in den kommenden 3,5 Jahren immer wieder neu im Netz hochgeladen und geteilt. Aufgenommen und ursprünglich hochgeladen wurde es aber von einem YouTube-User namens Professor Moriarty. Heute wissen wir, dass das der Angeklagte Markus H. ist. Er war damals mit Stefan Ernst zusammen bei der Bürgerinnenversammlung in Lohfelden. Und die beiden heute Angeklagten starteten jene mediale Hasskampagne, in deren Verlauf ihrem späteren Opfer die Zielscheibe angeheftet wurde. Nach dem Mord an Walter Lübcke reagierte die rechte Netzbubble widersprüchlich. Auf der einen Seite gab es Warnungen vor Vorverurteilungen und Gemunkel, dass hinter der Tat bestimmt ein persönliches Motiv liege.
Auf der anderen Seite interpretierten sehr viele KommentatorInnen die Tat als erwarteten und ersehnten Auftakt einer Gewaltkampagne gegen politische GegnerInnen. Diese Lesart korrespondiert möglicherweise auch mit dem Täterverhalten. Denn die Tatwaffe wurde nicht entsorgt, sondern in einem Depot gelagert. Auch der NSU begann seine Mordserie stets mit derselben Waffe. Sollte also auf die Ceska-Mordserie jetzt eine Rossi-Mordserie folgen? Stefan Ernst selber führte die Ermittler nach seiner Verhaftung zu seinem Waffendepot. Schon seit den späten 1980er Jahren war Stefan Ernst in der rechten Szene in Südhessen aktiv. Er fiel Anfang der 90er Jahre wegen schweren Gewalttaten auf, verbrachte dann den Großteil der 90er im Gefängnis und zog nach seiner Haftentlassung nach Nordhessen. Da traf er auf eine sehr gut vernetzte rechte Szene. In Kassel war er in der NPD aktiv und hatte Kontakt zu Personen aus dem Umfeld des Freien Widerstands Kassel, der Kameradschaft GAU Kurhessen und auch zu Stanley Röske, dem späteren Kopf von Combat 18 in Deutschland. Insgesamt lässt sich resümieren, dass Stefan Ernst sich in den 2000er Jahren in Kassel und in Nordhessen in einer sehr gut vernetzten rechten Szene bewegt hat, von der bis heute nicht ganz klar ist, wie ihre Verbindungen zum NSU-Komplex sind. Der wegen Beihilfe Mitangeklagte Markus H. geriet schon 2006 nach dem Mord an Halit ins Visier der Ermittler, weil er immer wieder eine Website aufgerufen hat, wo über die Tat informiert wurde. Er wurde damals vorgeladen und auch verhört und gab damals bei der Polizei an, er kenne das Opfer persönlich. Allerdings wurde diese Spur nicht weiter verfolgt und auch nach der Selbstenttarnung des NSU-Kerntrios 2011, als also evident war, dass man es hier mit einer rechtsterroristischen Mordserie zu tun hatte, wurde er nicht erneut befragt. Auch, dass 2006 nur zwei Häuser vom Tatort entfernt ein bekannter Rechtsextremist wohnte, der auch Verbindungen zu den aktuellen Frankfurt Angeklagten hatte, hat die Ermittler damals nicht interessiert. All diese möglichen Zusammenhänge und auch personellen Nähen zwischen den Morden von 2006 und 2019 wurden vor allen Dingen mit antifaschistischer Recherche nach dem Mord an Walter Lübcke offengelegt. Ganz viele Fragen wurden so aufgeworfen, die im Prozess in Frankfurt nicht geklärt werden können. Deswegen wird es in Wiesbaden einen hessischen Untersuchungsausschuss geben, der sowohl auf den Mord an Walter Lübcke als auch nochmal auf den Mord an Halit Yozgat guckt. Ein erster hessischer Untersuchungsausschuss zum NSU endete bereits im März 2018. Damals konnte allerdings nicht geklärt werden, inwieweit der Verfassungsschutz im Allgemeinen und der Verfassungsschutzmitarbeiter Andreas Temme im Besonderen in den Mordfall Halit Yozgat verstrickt waren. Diese Fragen werden jetzt hoffentlich in den neuen Untersuchungsausschuss getragen, denn auch in den Ermittlungen nach dem Mordfall Lübcke tauchte der Name Andreas Temme und auch der Name seines Freundes Jürgen S. immer wieder auf. 2006 war Andreas Temme Mitarbeiter beim Hessischen Verfassungsschutz hier in Kassel und führte Quellen in der rechten Szene. Es muss 7 Quellen gegeben haben, davon ist erst eine aufgedeckt worden. Mit diesen Quellen traf er sich in unterschiedlichen Kasseler Internetcafés, auch in dem Internetcafé von Halit Yozgat. Er war zum Tatzeitpunkt am Tatort und hat nicht reagiert auf Zeugenaufrufe der Polizei. Es wäre jetzt also zu klären, wer diese geführten Quellen waren, mit denen Andreas Temme sich in Kasseler Internetcafés getroffen hat, wie sie zum NSU-Kerntrio standen und ob es in Kassel eine NSU-Zelle gab. Wir wissen, dass vor 2006 Andreas Temme dienstlich mit Stefan Ernst betraut war. Es gibt eine Aussage, dass Stefan Ernst kein V-Mann gewesen sein soll, aber über seinen Mitangeklagten Markus H. gibt es so ein definitives Statement nicht. Ganz wichtig mit Blick auf die Szene der extremen Rechten in Nordhessen und Kassel ist es zu klären, was sie für Netzwerke pflegten und auch ihre mögliche Nähe zum hessischen Verfassungsschutz. Die Angeklagten aus Frankfurt, Stefan Ernst und Markus H., haben sich seit Jahrzehnten in der extremen Rechten bewegt.
Sie sind keine Einzeltäter, keine kalt gewordenen Aktivisten, die jetzt plötzlich alleine hochgegangen sind. Wie lässt sich der Mord an Walter Lübcke jetzt aber in eine größere Geschichte der extremen Rechten in der Bundesrepublik einordnen, die sowohl auf Kontinuitäten als auch auf Brüche achtet? Eine große Rolle bei der Vorbereitung und der Begehung der Tat spielten sicherlich Konzepte des führerlosen Widerstandes, die auch für das NSU-Kerntrio eine große Rolle spielten. Aktionen aus dem Untergrund heraus begangen, isoliert, scheinbar spontan und zusammenhangslos, ohne Bekenntnis. Getroffen wurde mit Walter Lübcke ein Vertreter der pluralen Demokratie, eines liberalen Nachkriegskonservatismus. Der Hass auf den permissiven Liberalismus als eigentlichen Feind für Nation und Volk ist angelegt an vielen Stellen in der extrem rechten Ideologie, insbesondere nach 1968. Neu ist aber, wie die mutmaßlichen Täter den medialen Raum bespielten und den Diskurs um ihr späteres Opfer framten. Im Netz fanden Stefan Ernst und Markus H. ein Milieu, das ihnen scheinbar das Mandat zum Mord erteilte. Die große Öffentlichkeit, die Hasskampagne und die Drohung gegen das Opfer vor und nach der Tat unterscheiden den Mord an Walter Lübcke von vorangegangenen rechtsterroristischen Taten. Diese trafen häufig Zufallsopfer, scheinbar willkürlich ausgewählte Personen oder größere Personengruppen und waren relativ unvermittelt. Walter Lübcke aber wurde seit Herbst 2015 zum Feind, zum Volksverräter aufgebaut, angestoßen durch seine späteren mutmaßlichen Mörder. Dass Walter Lübcke zur Angriffsfläche gemacht wurde, passierte auch vor den Augen seiner Parteifreundin, die mehrheitlich schwiegen oder sogar versuchten, Verständnis für seine GegnerInnen aufzubringen. Es passierte aber auch vor den Augen einer größeren Öffentlichkeit, die den Mob im Netz erstmal gewähren ließ und sogar versuchte, Hass und Ressentiments diskutabel zu machen. Wer aber von rechter oder rassistischer Hetze betroffen ist, der verdient ausnahmslos Solidarität, Unterstützung und Schutz. Die Debatte nach dem Mord an Walter Lübcke, der besonders viele Menschen fassungslos gemacht hat, kann aber auch eine Chance sein. Eine Chance, endlich loszukommen von dieser Erzählung des isolierten Einzeltäters, die historische Kontinuitäten ausblendet und nach Netzwerken und Zusammenhängen überhaupt nicht fragt. Die extreme Rechte begleitet die Geschichte der nachkriegsdeutschen Gesellschaft seit mittlerweile 75 Jahren. Ihre Geschichte muss jetzt endlich bearbeitet werden. Schon seit Jahrzehnten warnen nämlich Betroffene von rechter oder rassistischer Gewalt davor, dass diese Szene insbesondere seit den 1970er Jahren zunehmend militanter und gewaltbereiter wird. Deswegen ist es einigermaßen irritierend, wenn nach all den Enthüllungen über rechte Netzwerke in Polizei oder Bundeswehr Menschen besonders erschrocken sind. Denn das zeigt auch, dass Hinweise und Warnungen von Betroffenen über Jahrzehnte nicht ernst genommen wurden. Für das Gedenken hier in Kassel ist aber noch eine Sache wichtig, nämlich dass die Erinnerung an Halit Yozgat und damit verbundene politische Forderungen bezüglich des NSU-Komplexes jetzt nicht vom Tisch fallen dürfen. Dafür braucht es Druck von uns allen.